Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Dismantle. Weiter geht's, wir haben das große Anwesen das letzte Mal zerkloppt. Nichts mehr übrig davon. Und ja, wir schauen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Was wir hier noch so haben. Dann haben wir noch Pilze hier hinten in der Ecke. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und natürlich weitere Gegner mit vielen Mana-Perlen, denn viele Mana-Perlen haben wir nämlich rausgehauen für diese Mana-Brocken. Hier sind auch nochmal Pilze, nice. Und hier müssen dann auch nochmal Pilze sein, jo. Ja, die Mana-Brocken müssten ja... Na gut, wir sind gerade mal bei, ich glaube, 30, 45 Minuten. Wahrscheinlich ja drei Stück höchstens liegen da, oder vier. Wir haben ja zwei Schmieden Schmelzen damit gleichzeitig beauftragt. Aber da ich noch nicht weiß, was ich machen soll, lassen wir es einfach weiter liegen. Klar, wir haben epische Materialien, die wir einlagern können. Das machen wir irgendwann mal. Nicht jetzt. Jetzt brauchen wir es gerade nicht. Ganz viele Hunde haben wir auf jeden Fall hier. Na, verdammt. Hat nicht mehr von hinten gezählt. Der war einfach zu schnell. Und fischen. Und auch dieses kleine Ding haben wir jetzt gleich leer gesaugt. Alter, wie viel XP man einfach kriegt. Das ist so Wahnsinn. Okay, nichts mehr da. Alles meine Fische. Fische, 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 Fische. Vielleicht nochmal eine Fischangelstelle? Maybe? Okay. Wo sind wir hier gerade? Ah, okay. Wir erkunden gerade... Oh, wir trinken ein Stückchen Wasser. Ein Schlückchen. Ein Schlückchen Wasser für die Hunde. Für die Toten. Warum nicht? Oh, ein Hund, verdammt. Ja, mal ein feines Gespür. Eine Zeitschusskiste, ist bestimmt noch offen. Verdammt, vor 15 Minuten fast geschlossen. 14, 13,5. Ein bisschen Kopfrechnen hier. Kopfrechnen üben. Und die Mana-Perlen auch mega cool, dass sie jetzt wirklich nur die Hälfte verbrauchen. Genauso natürlich wie die Fische und die Knochen auch. Auch wichtig. Dass wir dort... stimmt, nochmal wieder eine neue Gruft. Sehr nice. Schön, schön. Die machen Spaß. Machen echt Spaß. Die Grüfte. Durch die Lüfte in die Grüfte. Gewundene Pfade. Ach, ist da wieder mit. Okay, wir haben einen Timer. Müssen uns aber so einen Überblick verschaffen, wo wir denn hin müssen. Hier komme ich nur in eine Richtung lang. Okay. Dann schlürfen wir nochmal eine Schmerztablette. Man muss einfach durchlaufen. Wahrscheinlich hätte man auch einfach, oh, okay, ist weg. Ah, okay, man kann die Abkürzung nutzen, man muss sie nicht nutzen. Aber wir haben es geschafft. Jetzt kann man nochmal durchlaufen. Okay, naja, nochmal einen Augapfel bekommen, sehr schön. Falls wir mal wieder neue Funktürme haben. Aber wir haben jetzt drei, haben wir, glaube ich, immer noch, ne? Ja, drei Stück haben wir. Dann kommt der Mana Brocken und dann fehlt tatsächlich nur dieses eine Item. Ein einziges Item, was nach Titan und vor dem Gummi kommt. Das wird aber nichts mit beidem zu tun haben, weil das Bauholz ist das höchste im Holz und das Titan ist das höchste im Dingensen. Wobei, wir haben hier drei sogar. Morsches Holz ist der Metallschrott, Holz ist das Eisen, Bauholz ist das Stahl und dann haben wir Titan. Sogar so eine Stufe höher. Das wird interessant. Was das letzte Item wird. Das haben wir immer. Finde ich halt cool, dass wir trotz nach Gesamtfortschritt, dass wir nach 22 Stunden, na gut, ziehen wir eine halbe Stunde wegen dem Warten ab, immer noch nicht alle Items haben. Das finde ich mega gut. Das Richtige ist, ja, weiß nicht, ist es Metroidvania? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, wie Metroidvania. Einfach ein Survival-Game, wo wir nach und nach diese schönen, tollen Items alle kriegen. So, hier wollen wir noch nicht langlaufen. Das finde ich mega, mega gut. I love it. So, wir sind bei 39 Grad in der Nacht. Puh. Ganz schön heiß. Ah, na, wenigstens den gekillt. Wenigstens der ist weg. Mhm, ein Stück haben wir da oben noch.
Ach komm, komm. Ah, herrlich. Einfach alles durchschnetzeln hier. Geilo. Okay. Damit ist das komplett erledigt. Da komme ich nicht hoch. Da oben ist aber auch nichts. Da komme ich nicht hin zum Güterzug. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich da unten lang. Dann werden wir bei der Gelegenheit das Lagerfeuer noch kurz mitnehmen. Beziehungsweise die Kiste. 2000 XP? Oh Gott, ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel verlangt, ha? Wir haben hier sonst echt alles. Okay, da müssen wir da hinlaufen. Und zwar zu diesem interessanten, ne? Hier kommen wir ja dann da lang. Brücken, Brücken, Brücken. Da ist wieder abgesperrt. Okay, wir kommen. Also der einzige Zugang ist dieser hier. Und das sieht so geil aus. Eine schöne Pyramide. Eigentlich ein bisschen an der BTD 6. Diese eine Pyramiden-Map. Gibt es in BTD 5, glaube ich, auch. An Bloons erinnert mich das tatsächlich. Kann man es auch kaputt machen, ja. Theoretisch auch, ja. Das hier auch? Nee. Vielleicht. Weiß nicht, was es noch härteres als Titan gibt. Weltraumschrott, Weltraummaterial. Na, Titan ist eigentlich Weltraummaterial, ne? Ich glaube, Titan war das Weltraummaterial. So. Auf geht's hier entlang. Narrenschlucht. Kommen wir endlich mal zur Narrenschlucht, da wo wir schon ewig hin wollten. Passt ja zu uns. Verdammt, hat nicht mehr als Hinterrücks gezählt. Machen 8 Schaden, die Viecher. Vielleicht sollten wir doch mal was anziehen, was Schaden ablockt, hauen schon gut rein, die Biester. Knochen, Knochen, Knochen. Falls wir Knochen brauchen, wie viele Knochen haben wir eigentlich? Haben wir genug eigentlich? Ja, gut, 166. Ist jetzt nichts, wenn wir bei der Arche irgendwie 300 Knochen abgeben müssen, ne? Da müssen wir schon wahrscheinlich hier die Wüste mal durchkämmen nochmal und alles abgrasen. Oh, da ist ja noch einer. Alter, was für ein Hattrick. Holy shit. Wir haben die alle one-shottet. Geile Sache. Na, das freut mich ja. Sehr schön. Das war nice. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Über diese glanzvolle Leistung. Weg mit dir, du hässliches, gemeines Drecksvieh. Stimmt da noch einer, oder? Na gut. Da brauchen wir keinen Power-Attack für. Oha, wie cool, Alter. Versuchen den zu überfallen. Du guckst die Narrenschlucht halt, ne? Man wäre ein Narr, würde man einfach so hier durchlaufen. Ohne die Augen offen zu halten. Gut, dass wir eine Minimap haben, die uns cheaterische Vorteile gibt. Der hat mich leider erwischt. So, hier bestimmt ein Rezept, oder? Ja, da ist das Rezept. Schön. Ach, hier bin ich schon. Okay. Lass uns auf der rechten Seite langlaufen. Dieses kleine Örtchen da. Entdecken. Oh, ich sehe gar nichts, ey. Voll dunkel. Ja, schön, wenn der Tag wäre. Jetzt, wo ich meine Rüstung ja schon gecraftet habe. Stopp! Müllschlucht! Mann, hör auf! Das ist ein schöner Crit, sehr lecker. Ja, was gibt's hier? Nix, einfach nur Müll. Will ich das glauben? Irgendwie nicht so richtig, ne? Da kriege ich jedes Mal Schiss, wenn ich da drauf laufe. Wie kann ich das nicht so richtig glauben, oder? Interessiert, ob hier irgendwie eine Grabestelle drunter ist. Aber nicht, oder? Nein. Okay, wobei hier haben wir Blumen. Das könnte sehr verdächtig sein.
Nice. Okay, Grabeschätze aus 38 von 60. Da haben wir erst die Silberdingensen. Das ist heftig, Mann. Ne, wenigstens haben wir schon Erfahrung damit gesammelt gehabt. War jetzt nicht so überraschend für uns. War eher predictable. Ah. Bam, 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 bam. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte mal so, die Explosion sah schon groß aus. Sollten wir vielleicht weglaufen? Ah, nein. Ah, wie peinlich. Da war bestimmt gleich in der Nähe ein Lagerfeuer gewesen. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg dahin latschen, ja. Eieiei. Ah, ja gut, das war lustig anzusehen. Dummerweise auch sehr tödlich für uns. Selbst die blauen Mana-Perlen haben wir behalten, ja? War das schon immer so? Bin der Meinung, die haben wir nicht immer behalten. Naja. Da mal eben dahin laufen. Alter, wo laufe ich denn hier lang? Ach ja. Wo ist meine Leiche? Da ist sie. Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen überfordert, oder? Ich habe leider nicht gesehen, dass hier wahrscheinlich auch Dings standen, ne? Dort standen wahrscheinlich auch Fässer, die uns leider gekillt haben. Das ist schon echt geil. Okay, das war lustige Szene. Gefiel mir. Gerne erneut. So, scheiße. Ah, da ist das Lagerfeuer. Ah, ich bin den ganzen Weg gelaufen. Also, füllen wir kurz unsere Ladung auch wieder auf. Können wir was herstellen, erfinden. Wo Bauholz dafür habe ich nicht mehr. Brauchen wir Ziegelsteine. Ich habe auch keine. Achso, Ziegelsteine sind die letzten. Alles klar, verstehe. Dann haben wir das letzte Item ja schon. Dann ist nichts Besonderes. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo ich das kriege, ne? Interessant. So, mit der Angel will ich ja keinen hauen. Wird nicht viel bringen. Immer noch lustig. Was? War da nicht gerade was? Ich dachte, da war gerade was. Irgendwas zum Anklicken oder so. Da waren wir schon, okay. Ein bisschen Stoff. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Zutritt ist auf weiteres verboten. Archäologische Expeditionsteam der Krone. War so schön, dass wir jetzt einen. Der verblassten Buchstaben auf diesem Schild kann ich kaum noch entziffern. Das muss Jahrzehnte vor, dem Kataklysm geschehen sein. Geschehen worden sein. Geschrieben worden sein, meine Güte. Wer lesen kann, ne? Oh, das sieht aber interessant aus hier. Diese archäologische Ausgrabungsstätte sieht wichtig aus. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Da ist was Rotes. Ach so, wieder Kronen. Kronendingensen. Ein Kronendingensen, ja. Die erste Expedition. Das archäologische Expeditionsteam der Krone hat nach etwas Wichtigem geforscht. Und sucht die Ausgrabungsstätte. Hört ihr die erste Audioaufzeichnung an. Meine Güte, kann ich mal richtig sprechen? Eine Katastrophe. So. Da sehen wir noch nicht viel. Ich möchte gerne dieses Ding kaputt machen. So ein bisschen Verlangen von mir. Ganz Gewächshaus und bebt einfach nur. Ich würde gerne erstmal da hinten die Dings, die Brücke runterlassen. Ah, guck mal, hier haben wir Grabungsstellen. Und die haben das nicht gefunden, was sie gesucht haben wahrscheinlich. Oh, ja, eine Schlange. War nicht irgendwas, fühlte dich vor den Schlangen oder so? Ja. So, da haben wir nur die Brücke, denke ich. Senken wir. Nix weiter. Bisschen Materialien hier drin von der Krone. Nehmen wir uns natürlich mit. Ah, die Dinger sehen schon echt geil aus, ne? Und hier haben wir eine Schlange. Und da haben wir einen Schädel. Ui. Okay, sieht gruselig aus tatsächlich. Hat was Gruseliges.
Dann lass uns das Ding anhören. Testing, testing. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. We're starting out our investigation at the canyon. The main artifact is large, pyramid-shaped, and appears to have some sort of an entrance at the top. We'll start closer examination tomorrow after a good night's sleep. Very exciting. Okay. Können wir die zerstören? Können wir die normal? Ich will die mal anhören kurz. Testing. Die letzten drei Worte habe ich nicht gelesen, richtig gelesen. Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. We're starting out our investigation at the canyon. The main artifact is large, pyramid-shaped, and appears to have some sort of an entrance at the top. We'll start closer examination tomorrow after a good night's sleep. Gut ausschlafen. Okay, alles klar. That's what I missed. Das sieht ja wirklich sehr spannend aus, oder? Holy shit. Fällt mir. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn das sagt, das ist ein Eingang, dann kann sein, dass unser Material zurückbringen, den gar nicht so doof ist. Vielleicht sollte man das aber an einem Lagerfeuer, was wir hoffentlich noch finden werden. Na, wenn hier sicher ein Lagerfeuer finden. Tatsächlich nochmal verbessern mit Bauholz, aber dafür bräuchte man ein Dings. Zinn und Abgrund, Zen-Wüste. Bräuchten wir einen Turm, damit wir zurückkommen. These stone tablets seem to tell some ancient legend, but it's as if the markings have been somehow scratched off. Our electronics equipment keeps malfunctioning near this site. Oh, and there's an eerie glow around the stone ring at night. No apparent source for the light, yet it glows. We'll need to come back to this later. I'm sure there's a way to restore these and read the legends. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Schön, dass wir in der Nacht hier sind. Da leuchten sie. Untersucht die Pyramide für die dritte Audioaufzeichnung. Okay. Wollen wir verwahnsinnig? Nee, will ich noch nicht. Noch nicht. Auf jeden Fall sind das die Mythos-Tafeln hier, ne? Seht ihr die? Die haben wir unterwegs schon gefunden. Hier geht's ja wirklich weiter. Expeditionsbasislager, da möchte ich jetzt aber nicht hin. Der Funkturm wäre nämlich arschweit weg. Aber interessant, da geht's lang. Faszinierend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass da jetzt ein Dings wäre. Ein Berg. Oh, da haben wir da was. Die ganzen Entdeckungen, die sie hier gemacht haben, haben sie alle da reingelagert. Oh, Bären, leider unser letzter Spot in unserer Tasche gefüllt. Pilze. Die kann man nicht mitnehmen, das ist schlecht. Oh, Metall schreibt mal weg. Zisto, steht Zisto drauf. Da kann man runterfallen. Okay. Das Bild ist ziemlich verblasst, vielleicht kann ich es ja irgendwie restaurieren. Achso, das sind die Mythos-Tafeln, alles klar. Naja. Aha, ja. Gib mir das bitte, danke. Können wir also dann am Ende gern nochmal komplett die Geschichte anhören. Wir haben scheinbar bisher keins verpasst, ne? Hier fehlen noch die restlichen vier. Das sind auch nämlich die vier für die restliche Quest hier. Das sind die restlichen Mythos-Tafeln. Notes on the pyramid. Last night I swear I heard a cry for help inside the pyramid. Very creepy. The team got so anxious that we decided to play it safe and fill the structure with cyanide gas before attempting entry. The voices seem to have stopped now, so it was probably just some wildlife. Supplemental. We've waited for 2 days, but the gas is not evaporating for some reason. It's weird, but it's not the weirdest thing we've encountered on the island. We'll need to get the gas masks from our jungle camp if we're to enter. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Auch eine gute Reaktion. Ey, wir hören da noch was, statt reinzugehen zu helfen. Jo, wir fluten einfach mal mit Gas, ne, dass da keiner mehr rauskommt. Oh, WTF.
Gruft des Timings. Ah, okay. Das sind die verschiedenen Grüfte, die wir gerade, die wir schon gemacht haben. So, mich nervt es gerade tatsächlich. Das wird mal alles zurückgebracht. So, auch da hinten die Sachen, wo da laufe ich dann gleich vorbei. Okay, das ist also die Gruft. Oh, das ist die Mastergruft, kann das sein? Da oben drauf ist tödliches Gas. Die müssen den ganzen Laden mit Gas ausgeräuchert haben, um alles zu töten, was da drin war. Ach, schade. Suche nach den Gasmasken, finde die Lage, Audioaufzeichnung und höre sie dir an. Die haben wir hier auch noch nicht, ne? So viele... 15... Gibt es 20 Grüfte? Holy shit. Das ist viel. Wir haben noch nicht alle Grüfte erledigt. Ah, das wird so cool, es gibt noch mehr Grüfte. Nice. Und hier haben wir ein paar Früchte. Oh, da haben wir schon einige. Ja, hier sind wir fast vollständig bei der Seite. Weg der Flammenschlangen, gewundene Pfade, Rückkehr der Vergangenheit und das Gewicht der Vier. Haben wir alle schon erledigt. Fünf zum Öffnen, kaputte Stufen, Gruft des Hungrigen Königs, kein Zurück und der Fall der Vier Könige. Hier haben wir schon alles erledigt auf der einen Seite. Aber doch schon ziemlich viele Grüfte gemacht, weil... doch nicht mehr so viele übrig. Okay, fehlen noch ein paar Mana-Augen. So, da müssen wir tatsächlich da unten weiter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können jetzt da schon rein, aber ich denke mal, das Basislager wird nicht allzu weit entfernt sein. Aber jeden Gegner, den wir dort jetzt killen, müssen wir irgendwann später nochmal kennen. Das gefällt mir nicht so sehr, deswegen werden wir einfach mal straight dahin laufen, ohne... Ah, okay, das ist da drin, alles klar. In Stufe 37. Mir ist gerade was eingefallen, ich sollte zum Lagerfeuer zurückkehren. Achso, der erzählt mir das nicht, weil wir das Level noch nicht haben, das davon noch nicht haben, ne? Well, the gas masks are gone. Toll. Apparently the Beachhead Station took them during their last resupply mission. They also reported some strange phenomenon deeper in the jungle. Intriguing. Ich will nicht zum Turm latschen. We'll just take one detour to see the new artifact discovered at the site B. This is Judith Abigail Susan James, the Crown Archaeological Expedition. Ist das nervig. So, den zu killen können wir uns schenken. Wir werden straight da mal hinlatschen. Naja. Also was wir killen, das wird ja trotzdem irgendwie komischerweise gemana-perlt, bis wir da sind. Aber halt nicht alles, ne? Weiß nicht genau welche, vielleicht die ganz normalen werden. Ne, da will ich aber gar nicht hin, ich will da hinten hin. Ach du Kacke. Hässlicher Hund, ey. Seh nischt. Muss ich alle neu killen, habe ich keinen Bock drauf. Aber egal. Archäologische Ausgrabungsstätte B. Ausgrabungsleiter Dr. James, archäologisches Expeditionsteam der Krone. Gasmasken. Nein. The architecture and items found at the site B definitely match the ones found at the canyon. One of the artifacts found is a pouch full of small glowing beads. These are exactly like the one my mother has in her necklace. So, I guess she was right. A team of selected people will follow me deeper into the overgrown jungle. Not sure if we should be worried, but we've lost all contact with the Beachhead Station. Abby, signing out. Ciao, Abby. Folge dem Fluss und finde den Tempelpass. Naja, es führt mich auf jeden Fall schon mal zum Dings, das ist nicht verkehrt. Mich zum Turm. Alter, ich sehe gar nichts. Komm ich überhaupt lang? Perfekt.
Achso, ich sehe ja gar nichts. Ja, wir müssen halt wirklich, ne, wie ein Expeditionsteam einfach hier langlaufen. Nein, Pflanzenreste sind wichtig. Gerade die Sichel, ne? Mega cool. Für alles abernten hier. Da oben habe ich auch noch was gesehen. Was mich gesehen hat. Mhm. Verdammt. Okay, da komme ich jetzt nicht vorbeischleichen. Komm her, Dicker. Aber keine Mana-Pelle, ne? Gut, wir müssen da entlang. War klar. Das wäre zu einfach. Einfach alle Gegner nochmal besiegen später. Egal. Pflanzenreste sind wichtig. Die brauchen wir. Natürlich einen Spucker. Was haben wir da? Pilze. Ja, ach, die kann ich gerne killen. Das ist okay. Die sind einfach. Bringen mir ziemlich viel Stuff. Gerade Knochen und so, ne? Oh, schon wieder kein Platz mehr. Aber ich bräuchte tatsächlich langsam mal ein Lagerfeuer. Um auch mein Dings wieder aufzufüllen. Die droppen Elektronikschrott, what the fuck? Das sind ja auf jeden Fall diese ganzen Barrikaden hier. So, ich muss tatsächlich einmal komplett außen rum. Ach, dieses Spiel hasst mich doch. Alles Gute ist, es sind meistens nur stationäre Gegner. Das heißt, die bewegen sich nicht. Ja, ja. Wichtig. Ist wichtiger als das andere Kram. Ja, okay. Bauholz brauchen wir hierfür. Das ist hoffentlich nicht notwendig. Ah, ich hasse dieses Spiel wirklich. Das ist das nächste Lagerfeuer. Muss komplett zurücklatschen, ne? Da ist auch noch was. Muss zurücklatschen. Ach ne, guck mal, da ist noch eine Dingensen. Eine Brücke. Da geht's auch noch lang. Wir werden einfach 3 Milliarden Pflanzen, was wir dann später haben. Spucke auch noch. Hau ab. Ich bin nicht super slow manchmal. Wahrscheinlich slowen die mich, ha? Ah, normaler Zombie nur. Ich dachte, da wäre ja was Besonderes gewesen. So, ich möchte zu beidem. Aber ich denke mal, rechts wird erstmal das Lagerfeuer sein. Das ist mir erstmal wichtiger tatsächlich. Weil ja, die Folge endet nämlich auch bald. Ein Hündchen. Hm. Schlecht, wenn ich nicht weiß, wo ich langlaufen soll. Nochmal so ein Dinger. Eieiei, okay. Nicht so schön. Kurz verbinden. Hui! Ja, der hat mir aber 44 Damage gemacht, der Dude. Der macht Schaden. Nicht wenig. Ach, auch noch Hunde! Gut, dass er die Brücke nicht sprengen kann. Crazy shit, Mann. Ach, aber sich selber springt er nicht. Cheater. Wirklicher Cheater, ja.
Das ist echt ein gefährlicher Dschungel, würde ich mal behaupten, ne? Meine Güte. Aber ein interessanter Dschungel. So, da sind wir. Sehr schön. Tempelpass. Das ist erstmal das Wichtigste. Da werden wir auf jeden Fall erstmal zum Turm laufen, denke ich. Leider kann ich jetzt keine Folge mehr aufnehmen danach. Sehr ärgerlich. Wir sind schon bei 30 Minuten. Dann lass uns gerne hier eine kleine Pause machen. Den ganzen Weg bin ich gerade lang gelatscht. Holy shit. Und da ist der Funkturm. Den werden wir auf jeden Fall das nächste Mal dann... Ah, stimmt, ich hab Level. Das nächste Mal dann... Einfach nur Scheiße! Das nächste Mal, wie heißt das? Anhören. Das ist total Unsinn. Umstand gegen Monster, Bauer, geheilte Menge, plus das ist nicht verkehrt. So, und er kann jetzt mir nicht sagen, was ich jetzt craften kann. Und den hätte ich vorher schon craften können. Okay, vielleicht gibt's auch nicht, das kann auch sein. Gut, meine lieben Freunde. Dann danke fürs Zusehen. Wir werden dann beim nächsten Mal auf jeden Fall den Weg wieder zurücklaufen, denke ich. Guck mal, hier ist auch noch ein... Da ist wahrscheinlich eine Gruft drin, denke ich, oder? Ja, kann sein. Die andere Gruft war ja... Wo war die andere Gruft? Ja, war hier nicht irgendwo eine Gruft? Ah, ist eine Gruft. Oh, schon eine Weile her. Dann wird da tatsächlich eine Gruft sein, wahrscheinlich. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dismantle. Ciao, ciao!